Wir sind auf einer Konferenz der ungarischen Ultrarechten in Budapest. Offenheit, Willkommenskultur, Vielfalt. Diese Worte werden in den Sarg Europas geritzt sein. Im Publikum sitzen nicht nur ungarische Nationalisten, sondern prominente Vertreter der internationalen rechtsextremen Szene. Der Schwede Daniel Friberg, der Amerikaner Matt Forney. Was wollen diese rechten Gäste in Ungarn? Premier Orbán hat im Februar die vermeintlich wahren Flüchtlinge eingeladen. Menschen, die vor dem Liberalismus fliehen. Die wahren Flüchtlinge werden wir natürlich aufnehmen. Jene schreckerfüllten deutschen, holländischen, französischen, italienischen Politiker und Journalisten, die ihr Europa in der eigenen Heimat verloren haben, werden es bei uns wiederfinden. Schon seit Orbáns Wahlsieg 2014 hat sich unter Rechtsextremen herumgesprochen, dass es sich in Ungarn gut leben lässt. Um den Schweden Daniel Friberg schart sich die internationale rechte Szene. Ich spüre, dass meine Ideen nach und nach in vielen Ländern zum Mainstream werden und nicht nur in Europa, überall auf der Welt. Daniel Friberg, in Schweden vorbestraft wegen Körperverletzung und Volksverhetzung, gibt sich mittlerweile als Geschäftsmann von Welt. Von Budapest aus vertreibt er weltweit rechtsextreme Literatur, darunter sein eigenes Werk, eine Kampfschrift gegen die liberale Gesellschaft. In Ungarn hat Friberg eine ideologische Heimat gefunden. Eastern Europe is only Osteuropa ist derzeit der einzig gesunde Teil Europas. Der größte Teil leidet an einer schrecklichen Krankheit namens Liberalismus, die uns Symptome wie Massenmigration gebracht hat. Ungarn habe sich zum Sehnsuchtsort für Rechtsradikale, für die sogenannte neue Rechte entwickelt, sagt Historiker Volker Weiß. Im Osten erblicken diese Leute letztendlich eine Form der idealen Gesellschaft. Es sind Gesellschaften, die wenig betroffen waren von Einwanderungen in der Vergangenheit durch die Abschottung während des Kalten Krieges. Es sind Gesellschaften, die sich autoritär restrukturiert haben. Daher fühlt man sich dort gut aufgehoben und es gibt eine starke Orientierung an Akteuren wie Putin oder auch Orbán. Von Ungarn aus exportiert Daniel Friberg seine rechten Ideen. Ist Dauergast auf Konferenzen in Schweden, Polen, Deutschland. Sein großes Vorbild ist derzeit eine US-Strömung der neuen rechten Bewegung, die sogenannte Alt-Right. August 2017. Über 6000 Ultrarechte versammeln sich in Charlottesville unter dem Motto »Vereint die Rechte«. Daniel Friberg ist extra aus Ungarn angereist. Mit Richard Spencer, dem Anführer der Alt-Right, ist er gut befreundet. Daniel und ich arbeiten Hand in Hand und wir sind im selben Team in der Alt-Right-Bewegung. Ich spreche mich in allem, was ich tue, mit Daniel ab und umgekehrt. Richard Spencer verleiht Amerikas Rechten ein hippes Äußeres. Er will Faschismus sexy verkaufen. In dem von Spencer gegründeten Politinstitut feierte man Trumps Wahlsieg so. Hail Trump! Hail our people! Hail victory! In Charlottesville prallen schließlich Ultrarechte und Linksradikale Gegendemonstranten aufeinander. Ein mutmaßlicher Anhänger der Alt-Right rast in eine Gruppe linker Gegendemonstranten, tötet eine 32-jährige Frau. Daniel Friberg kehrt aus den USA nach Ungarn zurück. Dass Ultrarechte für die Eskalation oder die Todesfahrt verantwortlich sein sollen, alles Fake News. Der Mann ist friedlich in seinem Auto gefahren und dann haben die Antifa-Leute ihn umzingelt. Er hat panisch Gas gegeben, also das war offensichtlich kein absichtlicher Totschlag. Was hält Viktor Orbán von den rechten Gästen im Land? Ausländischen Fernsehsendern gibt er schon lange keine Interviews mehr. Aber Orbán hält jedes Jahr eine programmatische Rede in Transsilvanien. Wir reichen eine Frage ein, wie er seine Einladung gemeint hat an Menschen, die vor dem Liberalismus fliehen. Das ZDF, deutsches Fernsehen, ist auch daran interessiert, einzuwandern.
Wenn Ungarn vorgeworfen wird, dass es keine Ausländer aufnehmen wolle, dann ist das ungenau. Ungarn nimmt nur jene nicht auf, bei denen wir Angst haben, dass sie unsere kulturelle Identität verändern. Dass sie von Ungarn aus ungestört ihre rechten Ideologien verbreiten können, dafür sind die Zuzügler Orbán dankbar. Friberg trifft sich mit einem ungarischen und zwei amerikanischen Mitstreitern zu einem Dinner auf der Donau. Dass man uns daran teilhaben lässt, zeigt, wie selbstbewusst die neue Rechte ist. Hier geht es um mehr als um ungarischen Nationalismus. Lasst uns anstoßen auf echte Freundschaft, auf echte Zusammenarbeit, auf die europäischen Völker. In dieser Orientierung der neuen Rechten auf Ungarn, da treffen gewissermaßen Verwandte zusammen. Und man wird an Orbán lernen. Und Orbán weiß natürlich auch die Strukturen der neuen Rechten, die Medienkanäle zu nutzen, um für sich selber wiederum im Ausland Propaganda zu machen. Insofern erhöht das alles die Gefahr für die Europäische Union. Ungarn, aber auch andere Teile Osteuropas. Die neuen Rechten haben sie zum Zentrum auserkoren. Und wo die EU mit ihren liberalen Werten unfähig scheint, Antworten zu finden, füllen rechte Ideologen diese Lücke, fordern die Demokratie heraus.